Sieg ist es geworden gegen Serbien. Und ich darf gleich Teamchef Marcel Koller bitten, sein erstes Resümee zum Spiel zu ziehen. Ja, wir haben da eigentlich sehr gut angefangen, haben schon nach 10 Minuten zwei sehr gute Torchancen herausgearbeitet. Leider kein Tor erzielt und dann war ja mit dem ersten Schuss der Serben waren wir schon wieder 1-0 im Rückstand. Hat dann, ja, war ein bisschen schwierig, das zu verdauen außen. Und wir haben erste Halbzeit auch gut gespielt, haben weitere Möglichkeiten, aber halt auch da wieder zu wenig Tore erzielt mit den Chancen, die wir hatten. Und ja, da waren ja, also sicher erste Halbzeit waren sicher 5 Torchancen. Die muss man halt einfach auch früher nutzen, dann kann man das Spiel auch ruhiger bespielen. Die Serben, das haben wir gesehen, sind eine sehr starke Truppe, vor allem wenn man ihnen Räume gibt, und haben heute nicht viel, aber ab und zu, auch in der ersten Halbzeit, wenn dann Tadic und Mitrovic aufspielen, wenn die genügend Raum haben, dann wird es extrem gefährlich. Ja, war in dem Sinne dann aber nicht spielentscheidend. Und wir haben in der Pause auch gesagt, dass das extrem wichtig ist, dass wir diese zwei Reihen eng halten, dass jeder bis zum Ende laufen muss und ackern muss, damit diese Räume zu sind, damit sie nicht viel Spielraum haben. Da haben wir zweite Halbzeit gut umgesetzt und hatten dann, ja, mit dem Heinz auch, der gute Paraden zeigte. Dann wiederum aber, wo wir dann das 2-2 bekommen, da haben wir dann abgeschaltet. Das war beim Eckball, da waren schon zwei Serben draußen und wir haben zu spät reagiert. Das ist halt auch dann natürlich Aufmerksamkeit, auch wenn man müde ist, wenn man kaputt ist, dass man doch noch organisieren muss, dass man aufmerksam sein muss, weil sonst solche Topspieler das ausnutzen. Und das haben sie gemacht und wir hatten dann das Quäntchen Glück in diesem Spiel, dass wir dann das 3-2 noch erzielen konnten. Ja, es waren viele Absagen und ich denke, wir haben heute ein sehr gutes Spiel gezeigt. Die Mannschaft hat gut harmoniert. Wir haben das umgesetzt, was wir im Training eingeübt haben. Und ja, Glückwunsch ins Team. Dakle, kao što je trener rekao, počeli smo dobro utakmicu, otvorili smo lijepo, stvorili smo dvije prilike, međutim, nažalost, opet nismo postigli gol, a Srbi, kako smo vidjeli iz prvog, dakle, njihovog udarca na gol, odmah su dali gol. Prvo poluvrijeme smo dobro igrali, stvarali smo mnogo prilika, mislim da smo stvorili 5 prilika koje naprosto nismo znali da iskoristimo. Srbija je ponovo pokazala da je jaka ekipa, da kada im se ponudi prostor, pogotovo u prvom poluvremenu smo to radili, da su opasni preko Tadića i Mitrovića posebno. Morali smo, dakle, zatvarati taj prostor, morali smo trčati, to smo danas pokazali da znamo, i u drugom poluvremenu smo, dakle, to odradili tako kako smo se dogovorili. Kod 2-2 ponovo korner, kasno smo reagovali, vjerovatno malo i zbog umora igrača, a onda smo imali i malo sreće na kraju, postigli smo taj gol za 3-2 i unatoč što smo imali toliko otkaza u reprezentaciji, odigrali smo jednu dobru utakmicu i čestitam svojim momcima. Peter Klöber. Herr Koller, haben Sie sich während des Spiels oder danach auch schon irgendwann einmal überlegt, was wäre gewesen, wenn zum Beispiel das Spielglück öfters in der Quali da gewesen wäre? Ja, dann wären wir sicher dabei gewesen. Und das sieht man jetzt in der Gruppe wieder, Wales, Irland, die haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, die sind aufgeschlossen. Und das war ja für mich jetzt auch nichts Neues. Ich habe bei der Auslosung eigentlich schon gesagt, okay, das wird eine ganz enge Gruppe, weil eben Serbien, Wales, Irland, wir praktisch gleich sind. Und das hat sich in dieser Qualifikation bestätigt. Wir hatten nicht das nötige Quäntchen Glück, dass wir im ein oder anderen Spiel dann die Tore erzielt haben oder das Spiel hätten gewinnen können. Wir haben Spiele verloren, die nicht notwendig gewesen wären. Und das ist natürlich so, dass man dann auch, oder wir haben individuelle Fehler gemacht, haben Tore bekommen, wir haben zu wenige Torchancen ausgenutzt. Und ja, das sind halt Dinge, die
die sind ja auch nicht neu, die kenne ich jetzt auch schon 6 Jahre. Und die muss man auch besser machen, man muss es konsequenter machen. Und wenn man das macht, dann hat man die Möglichkeit, wenn man dann auch im guten Lauf drin ist, dass man das, dass das von alleine geht, dass es von alleine kommt. Und dass es, dass man dieses Quäntchen Glück vielleicht dann auch drehen kann oder bestimmen kann oder wie sich auf seine Seite ziehen kann. Und ja, das ist jetzt uns heute gelungen. Und ja, in meinem oder anderen Spiel nicht. Und darum sind wir nicht dabei. Christoph Gastinger. Anschließend an diese Frage. Hat es für Sie irgendeinen Beigeschmack, dass die Mannschaft, wie ich finde, die beste Leistung seit langer Zeit gezeigt hat, ausgerechnet in dem ersten Spiel, nachdem feststeht, dass Sie nicht länger Trainer bleiben werden können? Es waren ja viele neue Spieler mit dabei und junge. Und das ist man grundsätzlich so, dass du wahrscheinlich halt anders motiviert, du bist sicher anders motiviert, wenn du noch kein Länderspiel hast oder ein, zwei, als wenn du vielleicht 60 hast und den ganzen Ablauf schon kennst. Das ist so. Aber das hat so keinen Grund. Und ich habe immer Spaß, mit den Spielern zu arbeiten, ob jetzt der eine 60 hat oder der andere noch gar keins. Aber wir hatten jetzt in diesem Lehrgang natürlich viele junge, wir haben 2 Trainingseinheiten gehabt. Und da kannst du natürlich auch nicht alles erzählen, was jetzt deine Ideen sind. Aber die haben Qualitäten und die haben es heute in die Waagschale geworfen. Maxi Wöber wissen wir auch, eigentlich ein Innenverteidiger, hat das heute auf der Seite auch sehr diszipliniert, ruhig, zuverlässig, abgewickelt. Ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Christian Hackl. Herr Teamchef, gewähren Sie uns einen Einblick in die Gefühlswelt. Ich meine, das war wirklich eine ganz spezielle Vorbereitung, die Solidarität der Spieler, die heftige Kritik am Verband. Alle haben deutlich gemacht, dass überhaupt nicht einverstanden wird, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird oder dass nicht zumindest geredet wird. Wie ist jetzt das? Was empfinden Sie jetzt? Genugtuung, Stolz, vielleicht auch eine Lehre, was oder alles ein bisschen? Ja, ist ja noch nicht fertig. Ich habe keine genug, ich freue mich halt einfach. Also sie haben das umgesetzt, was wir im Training eingeübt haben. Sie haben es, ja, ist halt dann immer zu sagen, ja, ist jetzt das mehr Konsequenz, also wir hatten eben das Quäntchen Glück, dass halt dann der eine Ball noch reingeht und wir das Spiel gewinnen konnten. Aber es hat Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten. Es war natürlich schwierig, weil diese Woche, man hat eigentlich stündlich auf eine neue Schlagzeile gewartet und hat das natürlich auch gelesen und mitbekommen, und das ist halt Ablenkung. Ne? Das ist ja nicht optimale Vorbereitung für ein Spiel, wenn du dann immer auch angesprochen wirst, nicht über Sportliche, sondern alles, was drumherum geht. Und das ist nicht das, was professionell ist. Und wäre vielleicht auch die Frage, gut, das wäre dann alles anders, wenn es noch um die Wurst gegangen wäre. Ja, okay, hätte man das alles um den Tisch gekehrt, hätte man nichts gemacht. Das ist halt die Schwierigkeit. Aber es war nicht optimal, es war nicht gut. Und eben, es ist nicht professionell, wenn dann alles, für euch natürlich super. Aber für die, die dann da wieder Leistung zeigen müssen, ist es Ablenkung und keine gute Vorbereitung. Nur zwar kurz, aber waren nicht die Schlagzeilen auch gewollt? Gerade von den Spielern, muss man das nicht auch sagen? Ja, also ich glaube nicht, dass sie haben einfach gesagt, was ihre Gefühle sind. Sie haben ja nicht die Schlagzeilen gemacht. Hubert Giegler. Herr Kollein, finden Sie nicht ein bisschen Wehmut, dass Sie eine intakte Mannschaft zurücklassen müssen? Zumal heute eine, man könnte sagen, Ersatzgespräch, aber die neu hinzugekommen sind, haben ja auch gezeigt, dass es mehr als 11 Spieler sind, über die Österreich verfügt. Ja, das ist natürlich so, aber wissen Sie, wenn man 6 Jahre, und ich war noch nie, also ich war vor Clubtrainer und da war 4,5 Jahre, war das längste, wo ich beim Club war, und 6 Jahre ist ja auch eine lange Zeit, war eine wunderschöne Zeit hier in Wien, in Österreich, und jetzt ist es halt so, dass man entschieden hat, dass man auseinandergeht und
Ja, ich werde das weiter verfolgen, ich werde die Jungen verfolgen, dann wie sie ihren Weg machen. Ich hoffe, dass sie ihren Weg machen. Ich weiß ja nicht, ob dann mein Nachfolger die gleichen aufbietet. Wir werden sehen. Peter Ritzler. Herr Koller, keine Pressekonferenz ohne Frage nach David Alaba. 9 von 10 Leuten, die mir heute gefragt haben, haben gesagt, er ist irgendwie gar nicht abgegangen. Was hätten Sie mit ihm gemacht, wenn er spielen hätte können? Oder finden Sie, dass das wieder mal eine Bestätigung ist, dass die Diskussion rund um die Position von Alaba sehr wohl Sinn macht? Ja, und es ist mir auch viel zu hypothetisch. Weitere Fragen? Gospodin Nikolov, ja sam iz Srbije, jedno pitanje nevezano za utakmicu. Marko Arnutović kod prvog gola i drugog, nisam siguran da li njemu pripisan, se nije radovao posle postignutog pogotka. Mi u Srbiji nemamo iskustva sa igračima u takvoj situaciji. Možete nam kažete kako vi gledate na te stvari? Znači da postigne gol i da se ne raduje, to u redu za vas? Also Marko Arnautović hatte keinen Torjubel nach jedem Tor, das er geschossen hat. Wie sehen Sie das? Weil Leute in Serbien haben diese Erfahrungen nicht, weil sie keine ausländischen Spieler haben. Wie sehen Sie solche Situationen? Also er hat das, er hat nicht gejubelt. Ja, das sieht man immer wieder auch in den Spielen, wenn ein Spieler jetzt vielleicht auch länger beim Verein ist und dann gewechselt hat und die spielen unmittelbar direkt gegen sie und der erzielt vielleicht ein Tor, das ist, denke ich, halt auch Respekt. Und also ich habe schon gejubelt mit ihm jetzt zum Schluss noch, aber ist halt vielleicht dann für die Öffentlichkeit und ja, da habe ich auch keine Probleme. Also man, das ist, der Vater ist Serbe, glaube ich, und die Mutter ist Österreicherin. Also von daher ist er in beiden Ländern eigentlich auch zu Hause und das ist Respekt. Pa ja s tim nemam problema, to se često dešava u klubovima, znamo kad neko pređe iz jednog kluba u drugi, jednostavno je pokazao respekt prema domovini iz koje mu potiče otac, majka mu je Austrijanka, tako da nemam problema s tim. Mumo Kondi. Ich wollte eine Frage zum Spiel machen. Mich hat die Rolle von Kainz interessiert, der sich sehr oft in die letzte Linie hat fallen lassen und mit der Viererkette verteidigt hat. Meine Frage ist, was geplant, was Zufall? Und wenn es geplant war, was eine Reaktion aufs Hinspiel in Serbien? Ja, genau. Also es war sicher geplant. Ja. Es ist jetzt so, dass also wir auf ihr System reagiert haben, dass wir unsere Außen, ob es jetzt Grilic war, da war Rukavina oder war noch offensiver gespielt als Kolar. Und da war wichtig, weil vor allem auch Tadic und Gasinovic, die sind dann immer in die Mitte gezogen und das war dann schon auch auf der einen Seite eine Reaktion. Oder, das System angeschaut von Ihnen, wie können wir dagegen spielen, wie können wir das besser machen. Und das ist heute, ja, wenn man gewinnt, ist eh alles richtig, das wissen Sie auch, ist gut aufgegangen. Wer hat die nächste Frage? Wen ist Peter Ritzler, deine letzte Frage? Nein, noch zum letzten Spiel. Moldawien, wollen Sie noch irgendwas besonders ausprobieren? Haben Sie noch irgendwas vor oder wollen Sie genau mit der Mannschaft, die heute gespielt hat, dort auch antreten? Also ich kann nicht mehr spielen, also von daher kann ich nicht eingesetzt werden. Nein, es ist so, dass ich glaube, Dragovic ist gesperrt, zweite gelbe Karte hat er. Und ja, wir müssen jetzt auch schauen, aber gehört der ein oder andere noch ein bisschen angeschlagen. Wir müssen jetzt sicher bis morgen mal warten, ob vielleicht noch mehr dazu kommt, ob wir noch andere Spiele aufbieten müssen. Ich hoffe es nicht. Und ja, wir müssen dann schauen, was wie jetzt auch eben der Erholungszustand dann morgen, übermorgen sein wird, um dann entscheiden zu können, welche Spiele beginnen werden. Aber es sind viele Junge dabei, die noch kein Spiel gemacht haben und vielleicht ergibt sich das oder vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Möglichkeit, das zu zeigen. Eine Frage noch, bitte. Herr Koller, Sie haben mit der heutigen Aufstellung sehr viel Mut auch bewiesen, auch schon mit der Einberufung des einen oder anderen. Denken Sie für sich selbst, dass Sie vielleicht das eine oder andere Mal mehr Mut hätten zeigen können, zeigen müssen in dieser Qualifikation?
Ja, wissen Sie, im Nachhinein macht man sich natürlich auch Gedanken. Und wir wissen es aber nicht, ob jetzt das dann gut rausgekommen wäre. Ob jetzt der eine Spieler, der vielleicht schon x Länderspiele auf so einem Level hat und einen neueren Jungen dazukommt. Also meine Erfahrung ist halt, wenn Spieler neu dazukommen, das war jetzt auch so, die noch nie da waren, die sind am Anfang nervös und das ist alles neu und das Training ist vielleicht auch dann beim einen oder anderen intensiver als jetzt hier in Österreich im Club. Und das braucht halt auch eine gewisse Zeit und da musst du die Spieler kennenlernen und dann kannst du auch beurteilen, okay, kann der das jetzt auch, wenn 40.000 Zuschauer da sind, wenn gegen dich geschrien wird, das ist ja auch dann eine Erfahrung, die man machen kann. Und da kann ich eine Geschichte vom Kainz, vom Florian Kainz erzählen, als der vor, das war über anderthalb Jahren, war er bei uns, das war glaube ich Schweiz, war sein erster Einsatz, dann ist er nach Deutschland gewechselt, hat da 8 Monate nicht gespielt oder wenig, hat ein paar Einsätze gehabt und dann haben wir ihn, für Irland haben wir ihn wieder dazugenommen und es war für mich frappant, dass er von der Persönlichkeit, von der Präsenz, von der Kraft, wie er sich da präsentiert hat. Und vorher war es so, dass er eher ruhig, zurückhaltend war und jetzt ist er ein Mann geworden und hat Persönlichkeit, strahlt das auch aus, zeigt das in jedem Training und das sind halt die Unterschiede. Und wenn man das sieht oder wenn man das einschätzen kann, ja, überlasse ich Ihnen das Urteil, ob jetzt das gut ist, vielleicht so einen reinzuschmeißen oder vielleicht noch ein bisschen zu warten und zu sagen, okay, das ist jetzt noch zu früh und ja, wenn er weiter an sich arbeitet und wiederkommt, ist er stärker. Und das war jetzt so und das ist halt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt auch beim Nationalteam. Und ob das ein anderes macht oder ob jetzt, es ist alles Spekulation, wissen wir nicht. Und ich bin den Weg gegangen. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft diese Mecke. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich bei Marcel Koller, bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Okay.